Jo Leute, und willkommen zu Mario Run. Es hat ein Update bekommen, wo eine neue Welt hinzugefügt wurde. Der Preis für die Premium-Version, also die Vollversion, zeitweilig reduziert wurde. Und der Remix hinzugefügt wurde. Da habe ich zugeschlagen, mir die Vollversion geholt. Und habe jetzt schnell erstmal alle Level gespielt, bis auf die Bonuswelt, die auch hinzugefügt wurde. Um halt eben schnellstmöglich erstmal zu zeigen, was denn hinzugekommen ist, weil alles andere findet man schon enorm viel auf YouTube. Wenn ihr wollt, dass ich die normalen Level auch nochmal spiele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das ist kein Problem. Wir haben die Bonuswelt freigeschaltet und da fällt mir ein, bevor wir die spielen, können wir uns doch erstmal die Premium-Version Belohnungen holen. Ein Fragezeichenblock, dann 3000 Münzen und 20 Toad Rally Tickets. Auch wenn das mir jetzt nur eins gebracht hat, das ist mir egal, weil ich dumm bin. Auf jeden Fall werden wir auch den Remix spielen. Ich denke, heute beschäftigen wir uns erstmal mit der Sternchenwelt. Was? Was muss ich machen? Besiege Bowser mit Princess Peach. Achso, man muss ja erst auf Herausforderungen erfüllen. Okay, das wusste ich nicht. Dann werden wir zuerst den Remix spielen. Und dann werde ich, je nachdem, wie ihr das wollt, offscreen oder onscreen, die Herausforderung erfüllen. Eigentlich ist es cooler, wenn ich das onscreen mache. Erstmal beschäftigen wir uns mit dem neuen Modus Remix. Oh, hat lange geladen. Willkommen bei Remix 10. In diesem Modus spielst du nacheinander 10 sehr kurze Level. Schaffst du alle 10 Level, rückst du vor. Versuche Princess Daisy zu retten. Okay. Das kostet mich ein Toad Rally Ticket. Okay. Das ist kein Problem. Ist der eigentlich in der Free Version auch mit drin, der Remix 10? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich irgendwas sammeln? Sieht so aus, ja. Also auf jeden Fall kann ich hier etwas sammeln. Dann machen wir das doch einfach mal. Oh wow. Also die haben nicht übertrieben mit sehr kurz. Es geht aber wirklich darum, die 3 Starcoins zu sammeln. Okay, dann machen wir das doch. Das ist doch kein Problem für uns. Wow. Okay, ist fuck. Man kann nicht zurück. Das bedeutet, es ist doch ein Problem für uns. Eine Starcoin haben wir liegen lassen. Aber okay. Ich habe auch gar nicht alle Charaktere der Vollversion. Also ich habe keinen Charakter, den man nur in der Vollversion haben kann. Weil, ja, ich habe die Vollversion erst heute geholt. Deswegen weiß ich nicht, ob die Herausforderungen überhaupt für mich schon machbar sind. Auf jeden Fall haben wir ja für heute erstmal den Remix 10. Dann können wir schauen, ob wir eine Herausforderung haben, die ich schon schaffen kann. Dann können wir uns ja erstmal mit der beschäftigen. Oder wir machen heute einen exklusiven Remix 10 Part. Die Videos müssen doch auch nicht zu lang werden. Ich glaube, das war schon das Sinnvollste. Habe ich jetzt eine Coin verpasst? Ja, habe ich. Super. Naja, kann ich nicht ändern. Schade. Hätte man eigentlich mit rechnen müssen, dass man da hochkommt. Level 5. Peach. Okay. Okay. Das ist interessant, weil ich Peach ja eigentlich noch nicht mal freigeschaltet habe. Sehr wertvoller Stern auf jeden Fall. Dann kann ich mich nicht beschweren. Okay, ist ja egal. Ja, komm, wir spielen diesen Part einfach ein paar Minuten Remix 10, schauen uns den neuen Modus an. Ach, man nimmt den Stern mit? Ja, dann ist das wirklich cool. Der Modus gefällt mir. Also, ja, das Level ist, also die Level sind sehr kurz. Aber dadurch, dass es 10 sind, kann man das eigentlich betrachten wie immer ein normales Level. Und ein Level, was sich so gesehen immer anders zusammensetzt, ist ja auch cool. Und ja, na, schwer ist es nicht. Schwer ist es nicht. Also man kann mal einen Fehler machen und eine Coin liegen lassen, aber an sich ist es nicht schwer. Remix 10 ist ein recht leichter Modus, würde ich behaupten. Ist vielleicht ein Modus, den sie eingeführt haben, damit man besser Toads farmen kann. Werden wir an der Belohnung sehen? Ich weiß es nicht. Aber werden wir schon sehen. Werden wir sehen, Leute. Keine Angst. Das nächste Level. Ja. Auch die Pilzlevel hatte ich so den Eindruck, sind am schwierigsten, weil die halt recht anspruchsvoll aufgebaut. Nein! Na, ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie tricksen kann und zurückkommen, aber nee. Die Remix 10 Level sind zumindest alle gut designt. Das Finale ist das wenigstens anspruchsvoll, beziehungsweise ja, die Coins zu sammeln ist ja gar nicht so einfach. Okay, ich hätte jetzt mehr mit dem Bowser Castle.
Bowser-Level gerechnet, schon allein wegen dem kleinen Teaser, den wir gesehen haben, aber wenn nicht, dann halt nicht, kann ich auch mitleben. Ist ja letztlich egal, wie das aussieht. Bonusspiel, okay. Also ich habe den Modus noch nie gespielt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Was? In Besitz 2. 2, eine grüne Röhre an ein... Was? Allenthalben im Pilzkönigreich vertreten. Okay. Das ist, damit ich das automatisch... Ich verstehe es gerade nicht ganz. Weil ich das Wort allenthalben nicht kenne. Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige. Es gibt noch eine Auswertung, wie viele man gesammelt hat. Scheinbar braucht man irgendwas, um Belohnungen zu kriegen. Ach, man kann sich hier irgendeine geile Belohnung zusammenfahren, wie es aussieht. Das Sammeln von Bonusmedaillen ermöglicht dir zu einem Bonus-Fragezeichen-Block aus einem Items zu halten. Zum Teil auch selten. Angenehm. Das spielen wir doch gleich nochmal. Da wartet auch Luigi und so. Interessant. Man kann scheinbar die Musik pausieren. Das ist auch interessante Information auf jeden Fall. Oh wow. Oh wow. Ich bin jetzt nicht hochgekommen. Okay, das ist nicht schlimm. Schlimmer ist es, dass ich diese Münze einfach so habe liegen lassen. Und die Zielflagge hätte ich natürlich höher, aber ich erhoffe mir immer, dass man an dem Mast und einen Wandsprung oder so machen kann und ich so noch die Münzen ertricksen kann, aber das geht nicht. Als ob ich hier fast gar nichts drücken muss, um alle drei zu bekommen. Warte, da komme ich hoch. Wunderbar, Stern mitgenommen. Zumindest jetzt. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es schafft, dass der Stern über mich drüber springt oder umgekehrt. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Level 3. Ich mag das nicht, wenn das halbwegs lange lädt. Und ich mag auch nicht diese... Wow. Das ist doch fast nur Glück bei diesen Pilzleveln, ob man jetzt richtig geht oder eben nicht. Also keine Ahnung. Das gefällt mir nicht so. Das stört mich ein bisschen. Aber okay. Es ist, wie es ist. Es gibt mir einfach so einen Stern zu, alles klar. Also manchmal ist es echt einfach und manchmal ist es schon gemein. Teilweise sind die Plätze von diesen Coins ein bisschen gemein. Also wenn man hier jetzt irgendeine Versus macht oder so, würde ich sagen, ist es eher ungeeignet. Oh wow, ich habe noch nie mit Luigi gespielt. Aber ich kann mir denken, wie Luigi ist. Ja. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Er hat halt diesen übelsten Sprung. Schlittern kann er ja eigentlich nicht, weil man kann ja gar nicht manuell bremsen. Das würde keinen Sinn ergeben. Jetzt spiele ich wieder Mario, oder? Das ist genau nur für dieses eine exklusive Level. Okay, der Stern ist schon ganz schön OP. Weiß nicht, warum ich jetzt jedes Mal am Anfang einen Stern bekomme. Aber ich weiß, dass... Und zwischendrin auch nochmal. Aber ich weiß, dass es echt OP ist. Und das ist damit zusammen, dass ich... Bei 18 Münzen ist ja nicht wirklich viel. Ich mag den Modus auf jeden Fall, auch wenn... Ich noch nicht so ganz... Na doch, eigentlich verstehe ich das. Ich mag halt manchmal, genau genommen in den Pilzleveln, den Aufbau nicht ganz, weil es zu glücksbasiert ist, ob man denn was findet oder nicht. Weil... Man sieht es nicht rechtzeitig, man kann nicht drauf reagieren und zurückgehen kann man ja definitiv auch nicht. Hier zum Beispiel, die konnte man sehen. Die war skillbasiert. Aber andere, zum Beispiel, jetzt muss ich ja raten. Hab richtig geraten und bekomme alle drei. Aber das hätte ja jetzt genauso gut auch unten eine sein können. Bevor ich das sehe und dann wäre ich nicht mehr runtergekommen und dann. Dann hätte ich sie einfach so nicht bekommen, obwohl ich gar nichts dafür kann, aber dennoch. Ist der Modus irgendwie spaßig? Ist eine schöne Bereicherung für das Spiel. Ich weiß es nicht, wo die Unterschiede zwischen der bezahlten Version und der Gratis-Version ist, wenn es überhaupt welche gibt. Man bekommt halt, wenn man bezahlt hat, leichter an Toad Rally Tickets, zumindest einmalig die 99. Und damit sollte man lange hinkommen, gerade auch weil man ja regelmäßig neue geschenkt bekommt aus verschiedensten Gründen. Sei es durch den My Nintendo Bonus oder sei es durch irgendwelche Updates oder so. Also Toad Rally Tickets bekommt man ja wirklich leicht. Ich hätte natürlich jetzt nicht alle auf einmal holen müssen, habe halt jetzt zum Beispiel 20 holen können für den Kauf, habe mir eingeholt. Münzen und eine Statue.
weiter. Ich weiß nicht, wie mein Königreich jetzt aussieht, wenn es das automatisch platziert, aber das werden wir sehen. Und ja, 26 ist solide. Warum steht dort immer noch 30? Oh, das reicht. Geil. Da können wir jetzt so eine Kiste öffnen. Ohne Fehler. Hä? Ohne Fehler? So krass. Ach, weil ich nicht gestorben bin. Wurde das verdoppelt. Du hast geschafft. Mach weiter so, um ein Geschenk zu erhalten oder Daisy als spielbaren Charakter freizuschalten. Das ist verlockend. Eine Röhre? Was hat die Röhre zur Folge? Wo bringt die Röhre mich hin? Zu einer neuen Welt. Ist das wie so ein kleiner Story-Modus? So ein wirklich kleiner Story-Modus? Jetzt öffne ich erstmal meine hier. Ach, super, super Bonusspiel. Oh. Ein Pilz. Nochmal, kann ich nicht beenden. Also kommt hier eher nur so gegen Dekorationsgegenstände und eben Daisy als Hauptpreis. Oh, hätte ich gewusst, wie schnell das auf Toad Rally Tickets geht, hätte ich mir vielleicht doch die 20 noch aufgehoben. Aber keine Ahnung, ich habe da auch ein bisschen zu spät dran gedacht. Hab auch ehrlich gesagt gedacht, dass es mir halt dann die übrigen drin lässt. Versteht das Limit bei 9. Was? Die können auch in Fragezeichenblöcken platziert sein? Das ist ja asozial. Das ist wirklich böse. Ich meine, man kann oft nicht gegen jeden Fragezeichenblock springen. Hier, jetzt zum Beispiel. Da habe ich durchaus noch reagieren können, aber ich habe es einfach zu spät realisiert. Mit dem Fragezeichenblock. Gut, das ist dann mein Fail. Also, das war ja sogar ein normaler Block. Die muss da drin gewesen sein, by the way. Gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt fehlt nur noch, dass die aus solchen Pfeilen kommen können. Das wäre aber. Das wäre eigentlich so. Wow. Krasses Secret. Das war schon sehr schwer versteckt, muss ich sagen. Hätte ich fast nur zwei gefunden. Gerade die dritte war schwer zu finden. Auch wenn man die ersten beiden hat. Nein, Spaß. Ich finde es ein bisschen lame. Drei hintereinander. Hä? Oh wow, oh wow, jetzt habe ich mich so von den anderen ablenken lassen, dass ich die Opera abliegen lasse, sonst hätte ich alle drei bekommen. Da habe ich es intuitiv richtig gemacht und dann einfach, wie soll ich da unten rankommen? Hä? Und habe dabei die Opera liegen lassen. Fail. Tod, okay. Aber ich bekomme einen Stern. Ich weiß nicht, warum man Sterne bekommt. Aber ich beschwere mich nicht. Vielleicht ist das random, um einfach den Modus ein bisschen aufzulockern. Vielleicht ist das bei schwierigen Leveln. Oder vielleicht ist das, wenn das Spiel denkt, okay, der Spieler, der ist echt scheiße, der braucht den Stern-Support. Ich weiß es nicht. Das ist doch geschenkt. Also manche Level sind ja geschenkt, manche sind schon relativ schwierig. Ich hoffe, dass das aufbaut. Wie durch die Röhre sind wir ja vorangekommen und schwieriger wird. Hat aber auch gerade bei dem einen Level da mit den Pilzen durchaus den Eindruck, dass das so ist. Und das würde auch Sinn ergeben, warum man dann mit einer Röhre vorankommt. Ja, okay, der Stern hat es ja einfach gemacht. Ohne Stern wäre das super schwer gewesen. 119 Münzen, ich glaube, das ist gut. Eine silberne Röhre, bringt die mich zu irgendwas Besonderem oder ist das einfach nur Design? Okay, jetzt kommt ein Underground-Level. Aber ich bekomme wieder einen gratis Stern. Wow, das war nicht gut. Ich hoffe, ich brauche den Stern nicht noch. Ja, wie komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Na komm, dann lassen. Man hätte. Ah, fuck, man hätte bestimmt eine Ranke rausholen können, wenn man einen Cooper-Panzer gegen den Kopf. Gegen den Block schmeißt. Gegen den Kopf, genau. Oh, wow. Ja, schön. Gut. Das war naheliegend, dass man da mit dem Schalter rankommt. Hä? Wird meine Münze reduziert? Bekommt man vielleicht. Oh, wow, das ist im Video. Wegen der X-League war das eine Nachricht. Aber ich weiß es noch nicht genau. Weil ich da habe nämlich heute meine Wechsel bekannt gegeben, aber das hat nichts mit diesem Video zu tun, deswegen konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel und ich verstehe das mit den Münzen nicht. Wo schwankt das so? Bekommt man vielleicht immer, wenn man einen bestimmten Wert an Münzen hat, so einen Stern geschenkt? Das macht Sinn. Und warum heißt das Bonusspiel? Das ist kein Spiel. Wow, weiter. Ich habe ja. Es gibt da auch irgendeine Zahl, die dort hochzählt, ist mir gerade aufgefallen. Ich frage mich, was das ist. Ich glaube, hier haben wir nicht so viele geholt. 25, wir haben halt das perfekt, also das ohne Fehler. Bekommen wir jetzt mal zwei oder zwei dazu. Ich
Ich glaube, wir bekommen nur zwei dazu. Das ist auch gar nicht so krass. Ich hätte es cooler gefunden, wäre das hier ein richtiges Bonus-Minispiel und nicht bloß garantiert 3 Sterne oder mehr. Und nicht einfach bloß, ja, springen ein paar Mal. Okay. Naja, so eine Kanone. 5 von 69. Also ist das hier so eine Art Sammelquest dazu gekommen. Ich würde sagen, einmal 10 kleine Level spielen wir noch. Und dann beenden wir erstmal den Part. Da könnt ihr mir die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Da kann ich mich da ein bisschen drauf anpassen. Das, was ihr sehen wollt, zuerst machen oder nur das zeigen, was ihr sehen wollt. Je nachdem, wie ihr das wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Ich will euch natürlich hier auch mit dabei helfen, zu entscheiden, ob ihr euch das Spiel selbst holt. Deswegen gehe ich natürlich auch darauf ein, was ihr sehen wollt. Oder wenn ihr einfach bloß eine Frage habt, dann habt keine Angst, sie zu stellen. Ich werde euch beantworten. Ich werde euch beantworten, ist das gutes Deutsch? Ich werde euch die Frage beantworten, ist auf jeden Fall besseres Deutsch. Da sind wir uns doch alle einig. Und ich glaube, es wird wirklich schwieriger. Zwar immer noch nicht schwer, aber ich weiß auch nicht, wie viele Welten es. Wow. Wie viele Welten es gibt. Also ist da ja so gesehen noch unendlich viel Luft nach oben, je nachdem, wie lang das geht. Und wir schauen jetzt mal auf die Münzen, wann ich einen Stern bekomme. Ich glaube, das ist interessant zu erfahren. Ich habe immer ungefähr bei Level 5, das wäre ungefähr bei 100 Münzen. Deswegen glaube ich, dass diese Annahme auch einfach mal stimmt. Ich gehe auf jeden Fall oben lang. Ja, oben lang ist auch. Ja, okay, das war bei 100 Münzen. Ich habe zwar in dem Moment gerade nicht drauf geguckt, weil es mitten im Level war, aber es war bei 100 Münzen. Und wahrscheinlich habe ich mit den Sternen oft weitere 100 Münzen collected, weshalb ich immer wieder einen neuen Stern bekommen habe. Also man nimmt den halt mit. Ups. Das ging mir zu schnell los. Ich war nicht vorbereitet, Leute. Das hat mich total über. Mittlerweile ist das die Map, die ich wirklich, als ich die Gratis-Version gespielt habe, bei Toad Rally richtig drauf hatte und eigentlich jeden Sprung exakt konnte. Ist halt auch schon ein bisschen her. Level 7. Ja, das sollte nicht so schwer sein, genau. Ich nehme mir ja auch die Zeit, wenn ich die Zeit bekomme. Ich meine, warum sollte man unnötig failen, wenn das Spiel einem die Zeit gibt? Habe ich alle drei? Ich glaube, ich habe nur zwei, aber wo soll denn die dritte gewesen sein? Ne, habe alle drei, alles safe. Aber ich wahrscheinlich schon einfach eine verdrängt oder habe sie mit einem Panzer eingesammelt und gar nicht mitbekommen oder so. Die ist gratis. Vor allem kann man das sogar mehrfach probieren. Wunderbar an den Stern rangekommen. Da habe ich einfach gemerkt, das kann ich noch. Okay, es ist nicht so schwer getimt zu springen. Aber es war nicht der einfachste Sprung, muss man sagen. Ich werde halt diesmal den ohne Fehlerbonus nicht bekommen. Wegen der einen Stelle, wo ich nicht bereit war. Wie soll man denn da hochkommen? Seid ihr noch ganz dicht? Macht bestimmt wieder Cooper Pan. Wie soll ich denn das schaffen mit Sternen? Das ist lame. Ich meine, man kann ja durchaus einen Stern bekommen, weil man 100 Münzen hat. Da kann man ja gar nichts dafür. Zu sagen, ja, dann lass die Münzen liegen. Wäre auch nicht fair und vor allem. Auch ich kann ja nicht sehen, okay, im nächsten Level darf ich keinen Stern haben. Das ist ja nicht mein Fehler. Hier kam ein kleiner Cut, weil mein Speicher voll war. Ich wollte gerade den Part beenden. Das ist natürlich ärgerlich. Professionell wie immer. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Und die Auswertung lassen wir noch drin. Und danach heißt es bis zum nächsten Mal. Ciao, aber erstmal warten wir die Bewertung ab. 21 ist nicht sonderlich viel. Wir bekommen nochmal ein Bonus-Minispiel, was kein richtiges Minispiel ist. Und ach, wir können sogar noch in Welt 3, also baut es auf jeden Fall auf Welten auf. Okay, das ist jetzt eigentlich klar. Na dann, schreibt mir in die Kommentare, was ihr jetzt von dem Spiel sehen wollt und was nicht. Und ja, ich könnte jetzt nochmal meinen Verabschiedungstext während des Bonusspiels sagen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.